Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Ich freue mich auch sehr, heute hier vor Ihnen stehen zu dürfen in diesem doch neuen Format und zum ersten Mal in diesem Jahr auf einem IT-Grundschutztag den IT-Grundschutz erklären zu dürfen. Der Vortrag ist gerade für diejenigen von Ihnen interessant, die sich erst seit kurzem mit dem IT-Grundschutz beschäftigen oder vielleicht noch nie davon gehört haben. Auch das kann ja bei über 3000 Anmeldungen durchaus möglich sein. Als kurzen Ablauf erkläre ich ganz kurz, wofür ist das Ganze überhaupt gut, erläutere dann die BSI-Standards, die den IT-Grundschutz ja, erklären und definieren und gehe auch noch auf das IT-Grundschutz-Kompendium ein. Außerdem bietet der IT-Grundschutz noch eine ganze Zahl von weiteren Veröffentlichungen, die einem dabei helfen können, die Informationssicherheit in einer Institution zu erhöhen und auf zwei oder drei davon werde ich auch noch am Ende ganz kurz eingehen. Dass IT-Systeme nicht mehr wegzudenken sind, das ist uns ja allen mittlerweile durchaus bewusst. Gerade zu Beginn der Corona-Zeit, als es hieß, wir müssen alle ins Homeoffice, standen da auch viele Unternehmen vor Herausforderungen, die ja zum größten Teil auch positiv bewältigt werden konnten. Dass IT-Systeme sicher sein müssen, das ist mittlerweile auch vielen Nicht-ITlern klar geworden. Und nichtsdestotrotz vergeht fast keine Woche, in der nicht irgendwo in den Fachmedien über größere Sicherheitsvorfälle berichtet wird, bei denen ein Angreifer es geschafft hat, eventuell sogar trotz vieler einzelner Sicherheitsmaßnahmen irgendwo vertrauliche Informationen abzugreifen oder zu verändern. Das liegt relativ häufig daran, dass es zwar eine große Zahl von Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen gibt, die aber zum Teil nicht aufeinander abgestimmt sind. Da fehlt der sogenannte organisatorische Rahmen, der die Informationssicherheit formalisiert und in der Gesamtheit betrachtet. Ja, beispielsweise hier haben wir auf der Grafik rechts einen Server, der eher als Pizzawarmhalter dient. Der Mensch, der die Anwendung darauf administriert, der weiß vielleicht gar nicht, wo der steht und was da passiert. Umgekehrt mag es auch Institutionen geben, die sich wirklich sehr viele Gedanken über die Sicherheit ihrer Informationen gemacht haben. Das Ganze scheitert dann aber spätestens an der Stelle, wo vielleicht jemand vertrauliche Daten ausdruckt, mit auf eine Reise nimmt, wenn das dann wieder möglich ist, und dort eventuell irgendwo völlig, ja, ungeschützt im ICE bearbeitet oder liest. Das finde ich auf den Dienstreisen in öffentlichen Verkehrsmitteln immer recht spannend, was man da auch alles zu sehen bekommt. Das ist natürlich nicht im Sinne der Informationssicherheit. Wichtig übrigens, wir sprechen beim BSI immer von Informationssicherheit und nicht von IT-Sicherheit. Da gibt es einen Unterschied, denn IT-Sicherheit ist völlig klar, die betrachtet die Sicherheit von einzelnen IT-Systemen. Die Informationssicherheit, die betrachtet allerdings die Informationen, die man mit IT-Systemen verarbeitet, wirklich ganz vom Anfang, wo man sich irgendeinen Geschäftsprozess, eine Fachaufgabe als Behörde überlegt, über die Anwendung IT-Systeme bis hin zu dem Gebäude, in dem die Informationen sich ja, befinden, in denen sie verarbeitet werden. In der Regel ist es ja so, dass IT-Systeme kein Selbstzweck sind. Die wenigsten Unternehmen kaufen sich teure Serverräume mit ganz viel IT, einfach um sich damit zu beschäftigen, sondern weil sie damit eben irgendeinen Geschäftszweck oder im Fall einer Behörde eine Fachaufgabe bearbeiten und verfolgen wollen. Und wichtig ist, dass man da eben nicht nur den Blick auf die IT hebt, sondern eben auf das Drumherum, auf die Mitarbeiter, auf die Gebäude, auf diesen gesamten Ablauf, der da dranhängt. Die Informationssicherheit hat das Ziel, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu garantieren. Und die bietet eben wesentlich mehr als reine IT-Sicherheit. Wichtig ist, dass Informationssicherheit nichts ist, das man kaufen kann. Das fänden wir vom BSI zwar sehr schön, wenn das ginge, dadurch würde unsere Aufgabe wesentlich leichter werden. Die Realität zeigt aber, dass Informationssicherheit ein ja, lebendiger Prozess ist, den man immer wieder durchlaufen muss. Das ist also nichts, was man einmal in Form eines Projekts aufsetzen kann und dann sagt man, hey, wir haben es geschafft, wir sind jetzt sicher und brauchen uns nie wieder mit dem Thema zu beschäftigen. Dafür verändert sich die IT-Technik viel zu schnell, die Welt um uns herum. Deswegen muss man da immer am Ball bleiben. Das ist ein lebendiger Prozess. Und was auch ganz wichtig ist, das zeigt die Erfahrung, das funktioniert in der Regel immer nur dann, wenn die Institutionsleitung, die Unternehmensleitung, die Geschäftsführung, der Präsident einer Behörde das ganze Thema eben auch vorantreiben und dabei mitgehen. Das ist also wirklich Chefsache im wahrsten Sinne des Wortes. Der IT-Grundschutz bietet ein Rahmenwerk für Informationssicherheit und liefert dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Wir schauen uns also nicht nur die reine IT an, obwohl die natürlich immer noch Kernthema ist, sondern wir betrachten eben auch Geschäftsprozesse, die Organisation innerhalb einer Institution und natürlich im Wesentlichen auch das Personal. Und dass es hier an dem heutigen Tag ganz besonders geht. Der IT-Grundschutz ist auch keine neue Erfindung, den gibt es schon relativ lange. 26 Jahre sind es dieses Jahr. Das hat ganz früher angefangen mit dem sogenannten IT-Grundschutzhandbuch und wurde dann in die Kataloge, IT-Grundschutzkataloge überführt. Die hatten dann irgendwann über 5000 Seiten und da hat man dann festgestellt, dass das Ganze doch wenig praktikabel ist. Das Ganze 2017 massiv überarbeitet und heute haben wir also einen modernisierten IT-Grundschutz,
der aus IT-Grundschutzstandards und dem IT-Grundschutzkompendium besteht. Wer sich über den Namen IT-Grundschutz wundert, wo ich doch die ganze Zeit von Informationssicherheit spreche, das ist ein bisschen historisch gewachsen. Das hieß halt in den 90ern mal IT-Grundschutz. Man hatte auch mal überlegt, das in Informationssicherheitsgrundschutz umzubenennen. Das war aber tatsächlich von den Anwendern des Grundschutzes nicht gewollt, weil das einfach ein etablierter Markenname zu dem Zeitpunkt war. Deswegen bleiben wir aus historischen Gründen bei IT-Grundschutz. Der Grundschutz besteht also aus den BSI-Standards und dem IT-Grundschutz-Kompendium. Auf die werde ich jetzt im Detail weiter eingehen. Fangen wir mit den BSI-Standards an. Da gibt es an der Zahl 4 Stück. Zunächst mal den Standard 200-1, der beschreibt so ein bisschen die Management-Sicht des Informationssicherheitsmanagements. Der ist auch tatsächlich für die Zielgruppe Management gedacht. Der Standard 200-2, der beschreibt im Wesentlichen, wie IT-Grundschutz funktioniert, wie unsere Methodik aussieht und wie man vorgehen muss, wenn man Informationssicherheit eben als Managementsystem etablieren möchte in einer Institution. Der Standard 200-3, der behandelt das Thema Risikoanalyse. Dazu werde ich nachher auch noch ein paar Worte verlieren. Und da wir zum Thema Notfallmanagement bzw. Business Continuity Management heute noch 2 Vorträge hören werden, werde ich den Standard 100-4/200-4 an dieser Stelle ausblenden und das meinen nachfolgenden Referenten überlassen. Wie erwähnt, der Standard 200-1, der beschreibt die Management-Sicht des Informationssicherheitsmanagements. Das Ganze ist so ein bisschen ähnlich wie ein Qualitätsmanagementsystem. Wenn man sowas im Unternehmen hat, dann weiß man schon mal so ungefähr, wie sowas aussieht. Da wird also beschrieben, wie man ein Managementsystem als Management-Werkzeug auflegen kann, wie ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess funktioniert. Das gibt es auch in vielen anderen Bereichen, einen sogenannten PDCA-Zyklus, bei dem man eben plant, Sicherheitsmaßnahmen umsetzt, sie überprüft und dann eben auf das Ergebnis der Prüfung reagiert. Das Ganze ist kompatibel zu der international bekannten Norm ISO 27001, die ja auch ein bekannter Standard für Informationssicherheitsmanagement ist. Das ist was, was man auch ganz gut einer Institutionsleitung zum Einstieg in das Thema an die Hand geben kann, damit die sich eben aus Managementperspektive darauf vorbereiten kann, so einen Sicherheitsprozess zu initiieren. Der Standard 200-2, der ist das eigentliche Arbeitswerkzeug für den IT-Grundschutz. Der beschreibt, wie man den Grundschutz anwenden kann. Das Ganze beginnt natürlich in jedem Fall damit, dass die Institutionsleitung die Entscheidung trifft, ja, wir wollen jetzt hier ein Managementsystem für Informationssicherheit einführen und werden das bei uns im Unternehmen umsetzen oder in der Behörde. Der miterste Schritt, den man da auch durchführen muss, ist natürlich sich zu überlegen, wer soll das Ganze eigentlich operativ managen, wer soll dafür zuständig sein. Dann sucht man sich dann einen Informationssicherheitsbeauftragten, ähnlich wie einen Datenschutzbeauftragten, benennt den und der wird dann die operativen Aufgaben in dem Managementsystem wahrnehmen. Wichtig ist außerdem, dass man sich eine Sicherheitsleitlinie überlegt. Das ist wirklich so ein Management-Rahmendokument, in dem übergreifende Sicherheitsziele benannt werden. Ja, sowas wie, die Daten unserer Kunden sollen sicher sein, wir wollen, dass unsere Produktdaten integer sind, dass sie nicht ungewollt verändert werden. Wirklich recht High-Level, das ist ein typisches Dokument, was man dann auch Mitarbeitern bei der Einstellung vorlegen würde, zur Kenntnis, dass die einmal unterschreiben, dass sie das gelesen, verinnerlicht haben und dann in der Praxis hoffentlich auch anwenden. Das ist nicht zu verwechseln mit einem technischen Sicherheitskonzept. Außerdem würde man sich natürlich überlegen, was möchte man überhaupt absichern im Unternehmen. Gerade wenn man frisch in das Thema einsteigt, wäre so ein von 0 auf 100 Ansatz wahrscheinlich unpraktikabel. Die wenigsten Unternehmen werden direkt anfangen, ihr gesamtes Unternehmen zu betrachten. Vielleicht überlegt man sich erst mit einem bestimmten Teilbereich, einem Geschäftsprozess anzufangen, etwa der Produktion oder dem Bereich Verwaltung von Meldedaten. Und dann würde man sich eben dort die relevanten Zielobjekte, Geschäftsprozesse anschauen, in einer ersten Erfassung vielleicht auch überhaupt erstmal anfangen, Geschäftsprozesse zu definieren. Das gibt es ja auch nicht in allen Institutionen. Und sich dann eben über die weitere Vorgehensweise klar werden. Der BSI-Standard 200-2 bietet 3 verschiedene Vorgehensweisen. Wir haben zunächst mal für die Breite eine relativ niedrigschwellige Basisabsicherung. Die dient wirklich dazu, den Einstieg in das Thema Informationssicherheitsmanagement zu erleichtern und ist genau dafür geeignet, dass man in dem Bereich noch nicht wirklich was gemacht hat, damit jetzt aber organisiert anfangen möchte. Außerdem gibt es die Standardabsicherung, bei der man in der Regel die ganze Institution auf den Stand der Technik hebt. Das heißt, man hat dann ein Sicherheitskonzept, das dem Stand der Technik entspricht und entsprechend natürlich auch angemessene Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Außerdem gibt es noch die Methode der Kernabsicherung.
Die dient dazu, einen eng begrenzten, aber sehr, sehr wichtigen Informationsverbund abzusichern. Wenn man das im Unternehmen 4, 5 Dinge hat, die man tut, als ja, Geschäftsleistung, und eine davon ist wirklich so kritisch, dass, wenn da was passiert, man den Laden zumachen könnte, dann wäre das ein typischer Fall für die Kernabsicherung, die dann also auch durchaus Informationen mit erhöhtem Schutzbedarf betrachtet. Fangen wir mal ganz kurz damit an, dass es völlig egal ist, wo man anfängt, denn man kann am Ende des Tages immer von einer der Methoden auf die andere umschwenken, beziehungsweise eine der anderen Methoden ergänzen, dass man am Ende immer bei der Standardabsicherung landet, wo man dann wirklich die ganze Institution betrachtet hat und ein vollumfängliches Sicherheitskonzept hat. Wo man anfängt, das ist einem selbst überlassen. Dazu liefert der Standard natürlich Hilfestellung. In der Regel wird es wahrscheinlich so sein, dass man mit der Basisabsicherung oder der Kernabsicherung beginnt, dass es eine Institution direkt zu dieser Standardabsicherung geht und in der ganzen Bandbreite anfängt, unsere Anforderungen umzusetzen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so häufig der Fall, obwohl auch das schon mal vorkommt. Die Basisabsicherung, die ist 2017 in der Überarbeitung des Grundschutzes neu eingeführt worden, um gerade kleineren und mittelständischen Unternehmen oder auch kleineren Behörden die Umsetzung des IT-Grundschutzes zu erleichtern. Es wurde uns immer vorgeworfen in der Vergangenheit, dass diese 5000 Seiten IT-Grundschutzkataloge doch recht komplex wären und man da schweren Einstieg findet. Und das ist wahrscheinlich auch durchaus richtig gewesen, weshalb man den Grundschutz dann überarbeitet hat. Und einer der Kernaspekte war eben, diese Basisabsicherung einzuführen. Die ist eine grundlegende Erstabsicherung und da hat man zumindest schon mal die wirklich allerschlimmsten und wichtigsten Themen behandelt, damit man ein Basissicherheitsniveau hat. Da ist man noch nicht auf dem Stand der Technik, hat aber einen organisierten Einstieg geschafft und da kann man dann auch relativ leicht die Standardabsicherung oben aufsetzen. Das Ganze gibt es auch nochmal in einem separaten Leitfaden, Leitfaden zur Basisabsicherung, kostenfrei auf der Grundschutz-Webseite beim BSI als PDF, und falls wir uns irgendwann mal wieder auf einer Messe über den Weg laufen, verteilen wir die da auch ganz gerne in der Printvariante. Der Leitfaden beschreibt diesen Prozess zur Basisabsicherung in 3 Schritten untergliedert. Wir fangen natürlich auch hier wieder damit an, dass irgendjemand in der Institution, in der Institutionsleitung entscheiden muss, dass man ein Sicherheitsmanagementsystem etablieren möchte. Danach folgt hier auch wieder die Organisation, bei der man eben Verantwortlichkeiten benennt, das Ganze plant, sich überlegt, wer was tun soll. Und anschließend geht es dann an die Durchführung. Das ist der ja jetzt neue Teil. Da wird man sich zunächst mal überlegen, welchen Bereich in unserem Unternehmen wollen wir eigentlich als erstes in den Grundschutz, in das Sicherheitsmanagementsystem aufnehmen. Da liefert der Leitfaden auch Hilfestellung. In der Regel macht es ja Sinn, dass man anfängt mit so organisatorischen Vorgaben, dass man anfängt, das Personal mitzunehmen. Ganz wichtig auch immer, die Mitarbeitervertretung zu beteiligen und von allen Fachbereichen, allen Geschäftsprozessen, die man hat, eben die Verantwortlichen mit ins Boot zu nehmen, damit das Ganze auch angenommen wird. Und da macht es eben Sinn, zuerst mit diesen personellen, organisatorischen Aspekten zu beginnen. Relativ zum Schluss würde man wahrscheinlich hingehen, sowas wie Hochverfügbarkeitsanforderungen, Bring Your Own Device und Ähnliches umzusetzen. Und in der Mitte wird man eben das tun, was weder ganz wichtig für den Anfang ist, noch eher nachgelagert. Da wird es wahrscheinlich daran gehen, dass man wirklich seine Client-Systeme, seine Gebäude, seine Serverräume auf den aktuellen Stand bringt. Man würde sich dann hier aus dem IT-Grundschutzkompendium die sogenannten Bausteine auswählen, die die entsprechenden Themen behandeln. Im Grundschutzkompendium gibt es zu jedem Thema einen Baustein, zum Beispiel für Windows-Server, für Linux-Server oder für Industriesteuerungsanlagen. Die relevanten Themen sucht man sich daraus, schaut dann, welche Anforderungen haben wir uns hier überlegt, guckt, welche man davon eventuell schon umgesetzt hat. In der Regel beginnt man ja nicht bei Null. Sicherheitsmaßnahmen gibt es in fast allen Institutionen. Die sind meistens nur nicht ja, systematisch erfasst und organisiert. Das ist der sogenannte Grundschutzcheck. Da gleicht man also den Soll mit dem Ist-Zustand ab. Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass hier und da durchaus noch Anforderungen zu erfüllen sind. Das ist da die Realisierungsphase, wo es dann an die Umsetzung der einzelnen Anforderungen geht. Danach kann man sich dann dafür entscheiden, dass man die Standardabsicherung oder die Kernabsicherung obendrauf setzt. Und dann hätte man eben ein vollständiges Sicherheitskonzept. Wichtig ist auch, dass man sich testieren lassen kann nach der Basisabsicherung. Da würde man sich dann einen IT-Grundschutzauditor ins Haus holen. Der würde sich einmal anschauen, ob man alle relevanten Anforderungen der Basisabsicherungsstufe umgesetzt hat. Und dann würde dieser Auditor einem ein Testat ausstellen, das 2 Jahre gültig ist. Das ist sowas wie eine ja, ISMS-Zertifizierung im Kleinen. Das spart relativ viel von diesem Verwaltungsaufwand und ist auch kein so stark formalisiertes Verfahren wie eine echte ISO 27001-Zertifizierung auf Basis von IT-Grundschutz. Das ist gerade für kleinere Institutionen, die einen Nachweis haben wollen, dass sie eben die Basisabsicherung nach Grundschutz umgesetzt haben, ein ja, sehr zu empfehlendes Werkzeug. Das wird auch sehr gut angenommen. Da haben wir auch dieses Jahr
die ersten Testate ausstellen können oder gesehen, dass die Auditoren die ersten Testate ausgestellt haben. Nach der Basisabsicherung wird man sich dann vielleicht mit der Standardabsicherung beschäftigen. Und hier ist man dann tatsächlich auf einem Niveau, das dem Stand der Technik entspricht. Da würde man also die anderen Anforderungen aus dem IT-Grundschutzkompendium sich ansehen und dann entsprechend wieder einen IT-Grundschutzcheck machen, schauen, was fehlt uns hier noch, und am Ende des Tages, wenn man alles umgesetzt hat, entspricht das dem Stand der Technik. Das Ganze ist auch relativ nah an dem, was man vielleicht aus dem alten IT-Grundschutz noch kennt, und hier ist man dann auch ISO 27001 kompatibel und hätte dann also auch die Anforderungen, die in der ISO drinstehen, umgesetzt. Wie sieht das Ganze im Detail aus? Natürlich beginnen wir auch hier zunächst wieder mit einer sogenannten Strukturanalyse. Das heißt, wir schauen uns an, was ist eigentlich in dem Informationsverbund, den wir uns hier definiert haben, alles enthalten. Welche Geschäftsprozesse haben wir? Wir fangen tatsächlich auf Ebene der Geschäftsprozesse oder bei Fachaufgaben an, gucken dann, welche Anwendungen brauchen wir eigentlich, um diese Geschäftsprozesse umsetzen zu können. Und zu guter Letzt gucken wir natürlich auch auf die IT-Systeme, die Räume, in denen diese IT-Systeme stehen, und die Gebäude. Wir haben also wirklich von der abstrakten Management-Ebene bis runter tatsächlich zu dem Gebäude, in dem unsere Server stehen, alle möglichen Aspekte betrachtet, die es geben kann, wenn man Informationen verarbeitet. Danach muss man sich überlegen, welchen Schutzbedarf diese Informationen eigentlich haben, die man verarbeitet. Das heißt, wenn wir jetzt 4 oder 5 Geschäftsprozesse haben, gucken wir mal, wie wichtig sind die eigentlich? Und da orientiert man sich auch wieder an den 3 Grundwerten der Informationssicherheit, der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit. Außerdem würde man hier verschiedene Schadensszenarien betrachten. Das heißt, man guckt sich an, wenn jetzt unser Geschäftsprozess zur Produktion von Kunststoffteilen ausfällt, welcher finanzielle Schaden würde da für unser Unternehmen entstehen? Besteht da vielleicht auch Gefahr für Menschen, wenn da so eine Produktionsmaschine auseinanderfällt? Kann sich da jemand verletzen? Sind personenbezogene Daten betroffen? Verstoßen wir vielleicht gegen Gesetze, wenn bestimmte Informationen offengelegt werden, ohne dass wir das wollen? Und dann guckt man, welcher Schaden dabei entstehen kann, legt für sich selbst fest, was ist noch erträglich, was wäre ein normaler Schutzbedarf? Und das kommt da sehr auf die Institutionen an. Ein mittelständischer Handwerksunternehmer wird wahrscheinlich einen anderen finanziellen Schaden vertragen können als ein internationaler Konzern. Und dann legt man eben entsprechend fest, bis hierhin ist normaler Schutzbedarf. Das wäre zwar ärgerlich, wenn da was passiert, da kann man aber mit leben. Danach haben wir dann einen erhöhten Schutzbedarf und vielleicht sogar auch einen sehr hohen Schutzbedarf. Das wären so klassisch die Prozesse, die eben wirklich kritisch sind, damit das Unternehmen weiter bestehen kann. Das Ganze weist man dann den Geschäftsprozessen zu und dann guckt man sich eben an, die Anwendung, die wir haben, um diese Geschäftsprozesse zu erfüllen, die haben wahrscheinlich einen ähnlichen Schutzbedarf, der vererbt sich also. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass man einen Server hat, auf dem 4 oder 5 Anwendungen mit normalem Schutzbedarf laufen. Der hätte im Normalfall dann eben auch einen normalen Schutzbedarf. Dadurch, dass aber 4 oder 5 drauf laufen, kann der vielleicht auch einen hohen Schutzbedarf haben, weil sonst 4 oder 5 Anwendungen ausfallen, wenn dieser Server ausfällt. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, wenn ich eine Anwendung auf 4 oder 5 Servern gleichzeitig betreibe, ist es auch egal, wenn einer dieser Server ausfällt, ich habe ja noch 4 oder 3 andere, dann könnte man auch einen sogenannten Verteilungseffekt haben, dass sich der Schutzbedarf also reduziert. Und das Ganze wird dann eben auch wieder runter über die Gebäude und Räume gebrochen. Nachdem man das getan hat, überlegt man sich, welche Bausteine aus dem IT-Grundschutzkompendium brauche ich hier eigentlich anwenden. Man guckt also auch hier zunächst mal auf Ebene der organisatorischen Aspekte, wird wahrscheinlich den ISMS-Baustein umsetzen, Organisationsbausteine, Personalbausteine, Schulung, Sensibilisierung, geht dann auf Ebene der IT-Systeme, die man betreibt, angefangen bei sowas wie einem allgemeinen Server, der dann nochmal spezialisiert wird durch einen Windows- oder Linux-Server, das gleiche auf der Client-Ebene, vielleicht auch zu Android-Smartphones oder iPhones. Danach würde man dann die Gebäude und die Infrastruktur betrachten. Wir haben also auch Bausteine, die eben auf zum Beispiel Kabelverlegung eingehen. Nachdem man die Bausteine ausgewählt hat, diesen Modellierungsschritt abgeschlossen hat, wird man hier auch wieder den Soll-Ist-Vergleich durchführen. Welche Anforderungen haben wir schon umgesetzt? Da finden sich in der Regel auch immer einige, die man schon umgesetzt hat, obwohl man das gar nicht dokumentiert hat oder weiß. Und dann gibt es natürlich auch welche, die noch umzusetzen sind. Da muss man dann entsprechend schauen, was noch offen ist und die Realisierung umsetzen. Außerdem kann es erforderlich sein, eine Risikoanalyse durchzuführen. Das ist immer dann notwendig, wenn man irgendwo ein Zielobjekt hat, das hohen oder sehr hohen Schutzbedarf hat. Oder wenn das irgendein System ist, das im IT-Grundschutz nicht betrachtet wird. Ja, es gibt ja durchaus sehr
spezifische Anwendungen, die für spezielle Anwendungsfälle geschrieben wurden, zum Beispiel für die Steuerung von Industrieanlagen. Das haben wir im IT-Grundschutz natürlich nicht im Detail betrachtet, weil wir nicht alles abdecken können. Da würde man dann eine Risikoanalyse durchführen müssen. Was auch sein kann, dass man sehr spezielle Einsatzumgebungen hat. Wenn man beispielsweise einen Server in einen Serverraum stellt, klassischer Anwendungsfall, sofern da jetzt kein erhöhter Schutzbedarf vorliegt, bräuchte man keine Risikoanalyse machen. Wenn ich erst denselben Server nehme, den irgendwo in einen Container stelle und den Container auf ein Schiff stelle, dann muss ich mir wahrscheinlich schon Gedanken machen darüber, ob die Umweltbedingungen da genauso gehalten werden können wie im Rechenzentrum. Und da würde man dann wieder eine Risikoanalyse durchführen müssen. Zum Thema Risikoanalysen bietet der IT-Grundschutz auch einen eigenen Standard, das ist der Standard 200-3. Der bündelt alle Arbeitsschritte, die sich mit dem Thema Risikomanagement beschäftigen. Das Ganze implementiert dann einen ja wirklich vollständigen Risikoentscheidungsprozess. Das ist allerdings auch nur ein Vorschlag. Die Grundschutzvorgehensweise sieht ja vor, dass man Risikoanalysen durchführen muss. Wir geben aber nicht vor, wie man das tut. Der Standard, der liefert eine Möglichkeit, das zu tun. Man kann aber auch eine eigene Methodik wählen. Wenn man sich hier an der Methodik des Standards 200-3 orientiert, würde man zunächst mal damit beginnen, relevante Gefährdungen zu sammeln. Wir haben zu unseren IT-Grundschutzbausteinen immer schon ein paar spezifische Gefährdungen ausgewählt, außerdem auch ein paar Elementargefährdungen. Elementargefährdung, das ist sowas wie Feuer, Wasser oder das Offenlegen schützenswerter Informationen, Ausfall von Geräten oder Systemen. Da gibt es über 40 von in dem Standard 200-3, die eben auch schon auf die Bausteine aus dem Kompendium ja, gemappt wurden. Und da würde man sich zunächst mal anschauen, ob die Anforderungen, die man hier umgesetzt hat, die Sicherheitsmaßnahmen ausreichend sind, um die relevanten Elementargefährdungen abzudecken. Es kann ja durchaus sein, dass bei speziellen Einsatzfällen eben die Anforderungen aus dem Grundschutzkompendium nicht ausreichen, um hier ein ausreichendes Sicherheitsniveau zu schaffen. Und das würde man hier im ersten Schritt machen. Außerdem kann man sich noch zusätzliche weitere relevante Gefährdungen überlegen, die vielleicht bei unseren Überlegungen noch nicht abgedeckt wurden, weil wir eben von einem normalen Sicherheitsniveau ausgehen. Das wäre jetzt hier in dem Beispiel, dass zum Beispiel der E-Mail-Server Schadsoftware an Firmenkontakte verbreitet. Das wäre für diese Institution in unserem Beispiel, das ist aus der Recplast GmbH, eine sehr unangenehme Situation. Und deswegen hat man hier eben das noch als relevante Gefährdung identifiziert. Der Standard 200-3 sieht dann vor, dass man seine Risiken in einem sogenannten Matrix-Ansatz anordnet. Das gibt es mittlerweile in recht vielen Bereichen, auch welchen, die nicht mit der IT zu tun haben. Das Ganze sieht dann so aus, dass man seine Risiken hier eben nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe anordnet. Und dann überlegt man sich eben, ähnlich wie bei der Schutzbedarfsfeststellung, okay, bis zu diesem Schaden, bis zu dieser Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe, ist das was, da können wir mit leben. Und dann gibt es so einen mittleren Bereich, wo man sagt, da müsste man vielleicht schon mal irgendwas tun. Und dann gibt es natürlich auch einen hohen Schadensbereich, wo man sich dann ganz besonders Gedanken machen möchte. Man kann auf verschiedene Arten mit diesen Risiken umgehen. Der Standard sieht hier vier Möglichkeiten vor, ein so ein Risiko zu behandeln. Die erste und wünschenswerteste Variante ist natürlich immer, dass man Sicherheitsmaßnahmen ergreift, die das Risiko reduzieren. Außerdem ist es möglich, dass man seine Geschäftsprozesse umstrukturiert. Wenn man jetzt feststellt, wir haben hier irgendwas, das im Zweifel sehr, sehr viel Geld kosten kann, für uns als Institution aber gar keinen so großen Stellenwert hat, dann wäre es auch möglich, diesen Geschäftsprozess so umzustrukturieren, dass das Risiko nicht mehr besteht oder vielleicht auch den Geschäftsprozess abzuschaffen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass man sagt, mit einem Risiko, da leben wir einfach damit. Uns ist das bewusst, dass da ein Schaden entstehen kann. Wir tragen den aber im Zweifel. Das wird man wahrscheinlich in der Regel bei niedrigen, vielleicht auch bei mittleren Risiken tun. Bei höheren Risiken wird man in der Regel eben Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu reduzieren, dass man dann vielleicht nur noch ein mittleres oder vielleicht auch ein niedriges Risiko hat. Die vierte Möglichkeit ist der sogenannte Risikotransfer. Da suche ich mir jemanden, der im Zweifel, wenn ein Schaden eintritt, diesen Schaden für mich trägt, zumindest den finanziellen Teil dieses Schadens. Das wäre so ein klassisches Beispiel für eine Versicherung. Ja, das echte Risiko liegt natürlich immer noch bei mir, aber zumindest den finanziellen Schaden kann ich dann auf jemand anderen abwälzen und komme aus der Sache dann vielleicht nicht ganz so schlecht heraus. Das ist also auch eine Möglichkeit der Risikobehandlung. Die komplette Vorgehensweise besteht hier also noch einmal aus der Strukturanalyse, der Schutzbedarfsfeststellung, der Modellierung, dem Grundschutzcheck, bei Bedarf der Risikoanalyse. Dann würde man natürlich hier entsprechend auch mal schauen, ob das Ganze sich immer noch mit den Anforderungen aus dem Kompendium deckt. Und wenn man dann am Ende die Realisierung umgesetzt hat, ist hier eben der entscheidende Teil, dass man nicht fertig ist. Denn das Ganze ist ja ein lebendiger Prozess
Und im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung und Aufrechterhaltung wird man hier eben wieder zurück nach oben wandern und wahrscheinlich in einem Jahreszyklus das Ganze von vorne durchleben. Das heißt, mal schauen, wie hat sich unsere IT-Landschaft verändert? Haben wir neue Aufgaben als Unternehmen oder Behörde bekommen? Haben wir hier neue Zielobjekte erfasst und dann eben diesen ganzen Prozess wieder durchlaufen? Denn die IT und die Welt um sich herum verändert sich ja stetig und da muss natürlich auch so ein Informationssicherheitsmanagementsystem mitgehen. Zu guter Letzt noch zwei Worte zur Kernabsicherung. Die ist ja speziell dafür gedacht, einen sehr kleinen, begrenzten, aber sehr, sehr wichtigen Informationsverbund abzusichern. Ja, was heißt sehr klein, begrenzt? Wir sagen immer, ein Informationsverbund muss vollständig abgeschlossen sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier zwei Server, die betrachte ich jetzt, aber nichts drumherum, funktioniert das nicht. Denn der Grundschutz sieht schon vor, dass man eben auch die Administration dieser Server, das Gebäude, in dem die stehen und so weiter betrachtet. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich betrachte wirklich nur diesen einen Server und ignoriere alles drumherum. Das würde nicht funktionieren, da hätte man am Ende kein vollumfängliches Sicherheitskonzept. Und wenn man jetzt wirklich einen sehr eng begrenzten Informationsverbund hat, der auch sehr, sehr wichtig ist, bietet sich hier eben die Kernabsicherung zur Sicherung der sogenannten Kronjuwelen. Ja, da kann man dann eben hingehen, wirklich bis in die höchste Stufe über Risikoanalysen und Anforderungen für den erhöhten Schutzbedarf ein angemessenes Sicherheitsniveau schaffen. Umsetzen tut man das Ganze ja in der Regel mit Bausteinen aus dem IT-Grundschutzkompendium. Aktuell ist da noch die Edition 2020, die wurde am 2. Februar veröffentlicht. Wir veröffentlichen jährlich diese Edition, eben Anfang Februar zum ersten Werktag in der Regel. Da haben wir aktuell 96 Bausteine zu verschiedensten Themen, die eben in der IT-Welt relevant sind. Zwei davon sind neu, die hat es letztes Jahr noch nicht gegeben. Wir haben fast alle Bausteine überarbeitet, 62, und auch einige umbenannt oder neu sortiert. Das Ganze übrigens auch kostenfrei auf der Webseite vom BSI oder wenn man lieber Papier mag, kann man das auch beim Bundesanzeiger Verlag bestellen. Das Kompendium, das ist angeordnet in so einer Schichtenstruktur. Und wenn man die zum ersten Mal sieht, sieht das unheimlich kompliziert aus. Aber wir haben ja gelernt, bei der Strukturanalyse suchen wir uns die Zielobjekte heraus, die für uns relevant sind und überlegen dann bei der Modellierung, welche Bausteine des Grundschutzkompendiums hier eigentlich wichtig sind. Man wird in aller Regel nicht alle 96 Bausteine betrachten und wahrscheinlich einen ganzen dieser Äste hier rausstreichen können und dann noch einen zweiten und in einzelnen anderen Ästen viele, viele andere. Das Ganze ist eben angeordnet einem Schichtenmodell. Oben drüber schwebt die sogenannte ISMS-Schicht, in der eben nochmal das Informationssicherheitsmanagement betrachtet wird. Darunter haben wir dann Bausteine zu verschiedenen Prozessen. Organisation und Personal, das ist diese Orbschicht. CON, da geht es um Konzepte und Vorgehensweisen. Ops, das ist Organisation und Betrieb. Da würde man zum Beispiel Cloud-Nutzung, vielleicht auch Outsourcing oder die ordnungsgemäße IT-Administration ansiedeln. In der App-Schicht geht es um verschiedene Anwendungen, die man hat. Na, zum Beispiel E-Mail-Server oder Microsoft Exchange. In der SIS-Schicht haben wir Bausteine zu verschiedensten IT-Systemen, angefangen bei Allgemeinservern bis runter zu IBM-Z-Systemen oder SAP-Systemen, die es gibt. In der Industrieschicht geht es um industrielle Steuerungsanlagen. Das ist immer ein schönes Beispiel dafür, wenn man sowas nicht hat, kann man da gleich eine ganze Schicht rausstreichen. In der Netzschicht, da haben wir verschiedenste Anforderungen zu Netzwerksegmentierung, Firewalls, Netzmanagement und allem, was mit diesem Bereich zu tun hat. Zu guter Letzt noch die Schicht Infrastruktur, bei der es um Infrastruktur wie Verkabelung, Serverräume oder Rechenzentren geht. Und unten drunter als Basis, das ist auch immer wichtig, Detektion und Reaktion. In der Schicht geht es um den Fall, dass eben doch mal ein Sicherheitsvorfall eingetreten ist und wie man damit umgehen muss. Da wird auch sowas wie regelmäßige Auditierung betrachtet. Denn ein Sicherheitssystem ist ja immer nur so gut wie die Überprüfung, die eben schaut, ob es auch alles abdeckt. Die Struktur dieser Grundschutzbausteine, die ist relativ einfach gehalten im Vergleich zu früher. Die haben maximal 10 Seiten, beginnen mit einer kurzen Einleitung in das Thema, beschreiben eben, worum es geht, haben auch eine Abgrenzung, in der gesagt wird, worum es eben nicht geht, verweisen an dieser Stelle vielleicht auf andere Bausteine und erklären dann eben, wie die zusammenwirken. Das Ganze hat relativ häufig so einen Vererbungsaspekt, wie bei der Softwareentwicklung. Dass man eben einen Allgemeinserver hat und darunter würde dann in Spezialisierung nochmal ein Windows-Server-Baustein angewendet werden. Die Bausteine beschreiben auch immer kurz die spezifische Gefährdungslage, was also hier für dieses Zielobjekt exemplarisch relevant sein kann an Gefährdung. Wichtig ist, das Ganze ist nicht abschließend, denn das wäre relativ schwierig, abschließend alle möglichen Gefährdungen für ein bestimmtes Zielobjekt aufzuzählen. Das sind also eher Beispiele.
Und danach kommen dann die Anforderungen, die wir stellen, um die entsprechenden Zielobjekte absichern zu können. Da gibt es an der Zahl drei verschiedene Arten von Anforderungen. Zunächst einmal Basisanforderungen. Die sind immer so formuliert, dass man irgendetwas tun muss. Alle Anforderungen beginnen mit der Nummer des Bausteins. Die Bausteine sind nach ihrer Schicht mit einer Nummer versehen. Dann kommt eben ein A für die Anforderung und die entsprechende Zahl. Die beschäftigen sich in der Regel abgeschlossen mit einem bestimmten Aspekt. Und bei Basisanforderungen, da schreiben wir eben immer, man muss irgendetwas tun, weil die aus unserer Sicht so elementar sind, dass man kaum ein sinnvolles Sicherheitskonzept erarbeiten kann, wenn man die nicht umsetzt. Das heißt, die sind immer umzusetzen. Auch im Kontext der Zertifizierung ist das ganz wichtig. Wenn man Basisanforderungen nicht umgesetzt hat, dann kann man sich in der Regel nicht zertifizieren lassen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Irgendwo im Compendium steht beispielsweise, dass sich die Bildschirme von IT-Systemen nach einer gewissen Zeit sperren müssen. Wenn ich jetzt eine Leitwarte habe, in der 50 Monitore hängen, die nur dazu da sind, dass da ein Mensch sitzt und die sich anschaut, wäre schon relativ hinderlich, wenn die sich alle 5 Minuten sperren. Und da kann man natürlich in diesem Fall sagen, die Anforderung ist hier nicht relevant, weil der elementare Zweck dieser IT-Systeme ist, dass sie sich eben nicht sperren. Da müsste man sich dann allerdings höherwertige Maßnahmen überlegen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Der konkrete Fall, bei dem das hier war, die sind dann einfach hingegangen und haben vorne an der Tür so ein Codeschloss angebracht, dass wirklich nur noch ausgewählte Mitarbeiter mit einem persönlichen Code in den Raum überhaupt rein konnten. Und da hat man im Prinzip den gleichen Zweck erfüllt. Sowas wäre natürlich in Ordnung. Nach den Basisanforderungen kommen dann die Standardanforderungen. Und wenn man die umgesetzt hat, dann wäre man eben auch auf dem Stand der Technik. Die sind mit sollte formuliert. Denn grundsätzlich sollte man die natürlich auch umsetzen. Es mag aber im konkreten Einzelfall durchaus legitime Gründe, das hier an dieser Stelle nicht zu tun. Und da kann man dann auch mit Begründung sagen, mit glaubhafter Begründung, dass einzelne Standardanforderungen hier eben nicht umgesetzt werden, weil das halt an der Stelle keinen Sinn machen würde. Das wäre grundsätzlich okay, wäre dann allerdings natürlich auch mit einem Risiko verbunden und würde auch im Risikomanagementprozess betrachtet werden entsprechend. Zu guter Letzt gibt es dann noch Anforderungen für den erhöhten Schutzbedarf. Auch die sind mit sollte formuliert, die sind allerdings auch wirklich nur als exemplarisches Beispiel zu sehen. Wir haben ja die Situation, dass wir nicht alle erdenklichen Anwendungsfälle betrachten können im Kompendium und deswegen haben wir hier zumindest für erhöhten Schutzbedarf beispielhaft Anforderungen gestellt, die man dann eben umsetzen kann oder auch nicht. Bei erhöhtem Schutzbedarf muss ich ja sowieso immer eine Risikoanalyse machen im IT-Grundschutz und dann eben entsprechend Maßnahmen erarbeiten, die den Risiken entgegenwirken, die für den erhöhten Schutzbedarf überhaupt erst sprechen. Da kann man sich natürlich auch an den Anforderungen orientieren, kann aber auch völlig andere Dinge entwickeln, je nachdem, wie die konkrete Situation eben ist. Zu einigen unserer Bausteine gibt es auch Umsetzungshinweise. Die haben noch so ein bisschen was von den alten Maßnahmen aus den Grundschutzkatalogen. Ziel ist es auch, dass wir möglichst viele unserer Bausteine mit Umsetzungshinweisen versehen wollen. Da liefern wir dann exemplarisch Beispiele, Maßnahmen, konkrete technische Maßnahmen, wie man die Anforderungen umsetzen kann. Und das ist tatsächlich zum Teil sehr, sehr technisch. Also in einigen Umsetzungshinweisen gibt es sogar Auszüge aus Konfigurationsdateien oder Erläuterungen zu bestimmten Protokollen aus Anwendungsebenen. In dem Umsetzungshinweis für Gruppe beispielsweise wird relativ detailliert auf Sicherheitsmaßnahmen für das E-Mail-Protokoll eingegangen und da werden dann zum Teil auch Auszüge aus Konfiguration oder DNS-Einträgen beispielsweise gezeigt. Das ist also wirklich eine zum Teil sehr technische Maßnahme. Die sind auch nicht so stark formalisiert, da ist man in der Formulierung relativ frei, obwohl wir da auch jetzt einige Änderungen vorgenommen haben. Da wird der Herr Schild in seinem Abschlussvortrag noch ein paar Worte zu verlieren. Ziel ist aber so grundsätzlich, dass wir zu den meisten unserer Bausteine irgendwann Umsetzungshinweise veröffentlichen wollen, die natürlich auch regelmäßig überarbeitet werden. Der Veröffentlichungsprozess für unsere Dokumente, der sieht so aus, dass sie zunächst einmal innerhalb des BSI bearbeitet werden als sogenannter Working Draft. Und der für Sie als Zuhörer oder Zuschauer spannende Teil ist dann die sogenannte Community Draft Phase, denn Sie haben durchaus auch die Möglichkeit, unsere Dokumente zu kommentieren. Und wir sind auch immer sehr froh, wenn das gemacht wird. Das wird auch sehr gut angenommen. Aktuell veröffentlichen wir ganz intensiv unsere Community Drafts für die Edition 2021 und sind immer sehr froh, wenn da Kommentare eingehen. Da können Sie also wirklich sagen, hey, an dieser und jener Stelle, da, liebes BSI, glaube ich, solltet ihr vielleicht irgendwas anderes schreiben aus den und den Gründen. Und das schauen wir uns dann an, sofern das denn tatsächlich an der Stelle sinnvoll ist, das anders zu machen, nehmen wir solche Hinweise auch immer dankend auf und passen dann die Bausteine entsprechend an.
Dieses Anwenderfeedback ist für uns also auch sehr, sehr relevant, weil wir eben nicht in unserem hohen Turm sitzen wollen, uns überlegen, wie man das Ganze machen sollte und überhaupt nicht mit der Welt da draußen kommunizieren. Das hat man vielleicht vor 20 Jahren mal gemacht, aber das wollen wir auf keinen Fall mehr. Deswegen ist das eben ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, die Arbeit mit der Grundschutz-Community. Nachdem diese Community-Drafts erstellt wurden, wird daraus, sofern die nicht nochmal stark geändert wurden, dann gibt es nochmal einen zweiten Community-Draft, wird daraus ein Final-Draft erstellt. Der ist dann tatsächlich schon so final, wie er später im IT-Grundschutz-Kompendium des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Den kann man also durchaus auch schon benutzen, wenn man jetzt gerade eben wieder in der Modellierung im Grundschutzcheck ist und den schon in sein Sicherheitskonzept einarbeiten. Außer einigen, ich sag mal, optischen Verschönerungen gibt es da inhaltlich eigentlich keinerlei Änderungen mehr. Und dann wird eben, sofern das Ganze funktioniert hat, im nächsten Jahr daraus ein Baustein, der in der neuen Edition veröffentlicht wird. Immer Anfang Februar. Wir nähern uns langsam dem Ende meines Vortrags. Ich wollte noch auf einige weitere Veröffentlichungen eingehen, die der IT-Grundschutz bietet. Und da lohnt sich immer ein Blick auf unsere Webseite. www.bsi.bund.de, Themen IT-Grundschutz. Und dort findet man dann noch einige weitere Veröffentlichungen, die durchaus interessant sein können. Beispielsweise studentische Arbeiten oder auch benutzerdefinierte Bausteine. Sie haben auch die Möglichkeit, als Anwender zu sagen, hey, ich kenne mich mit einem Thema ganz besonders gut aus. Ich schreibe dazu jetzt einen benutzerdefinierten IT-Grundschutzbaustein. Den kann man dann bei uns einreichen. Wir prüfen den dann grob, ob der ungefähr dem Qualitätsniveau entspricht, das wir uns vorstellen. Dann veröffentlichen wir den durchaus auch in dem Design, das Sie sich vorgestellt haben, auf unserer Webseite. Der muss natürlich im Groben der Struktur der Bausteine entsprechen, damit er eben kompatibel ist. Außerdem gibt es auf der Webseite auch noch einen Online-Kurs zum Grundschutz. Und den empfehle ich auch immer dann, wenn man gerade dabei ist, sich mit dem Thema neu zu beschäftigen, wenn man vielleicht in seiner Sicherheitsabteilung einen neuen Mitarbeiter hat. Und einzelne Inhalte daraus bieten sich auch an zur Sensibilisierung von Mitarbeitern in Unternehmen oder Behörden. Das Ganze ist natürlich auch gerade für kleine Unternehmen geeignet, funktioniert aber genauso gut in großen Konzernen. Was auch ein sehr praktisches Arbeitsmittel ist, das sind die Grundschutzprofile. Die sind auch 2017 mit der Überarbeitung neu eingeführt worden. Und die Profile dienen dazu für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Branche, würde man wahrscheinlich am ehesten sagen, die Schritte der Grundschutzvorgehensweise durchzuführen, exemplarisch, und das Ganze dann als Anleitung zu veröffentlichen. Das haben zum Beispiel die deutschen Handwerksunternehmen gemacht oder auch die Reedereien. Die haben ein Grundschutzprofil geschrieben, da haben sie sich angeschaut, was hat denn so ein typischer Handwerksbetrieb an IT-Systemen, welche Bausteine aus dem Grundschutzkompendium sind da relevant, wie kann man das Ganze am besten umsetzen, vielleicht noch mit Umsetzungshilfen versehen und das dann als Grundschutzprofil veröffentlicht. Wir als BSI unterstützen bei diesen Tätigkeiten, veröffentlichen die Profile dann auch auf unserer Webseite und freuen uns, wenn da die Anwender eben auch nochmal ein Hilfsmittel an die Hand bekommen. Da habe ich also wirklich eine fertige Anleitung und brauche wirklich nur noch dieses Profil abarbeiten und mir über Strukturanalyse, Schutzbedarfsfeststellung, Modellierung keine Gedanken mehr machen. Natürlich muss man das Ganze vielleicht noch auf die eigene Gegebenheit ein bisschen anpassen, aber für gleichartige Institutionen ist das ein hervorragendes Arbeitsmittel. So, jetzt komme ich zum Ende. Ganz wichtig natürlich, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu dem IT-Grundschutz und dem Vortrag über dieses Slido-Tool. Und falls Ihnen im Nachgang noch Fragen einfallen, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie sich an unsere Grundschutz-E-Mail-Adresse wenden, grundschutz@bsi.bund.de. Wir sind immer sehr froh, wenn da Fragen von Anwendern kommen und schauen auch immer, dass wir die möglichst zeitnah beantworten, auch mit Abstimmung im Haus mit anderen Kollegen, wann das sein muss, und ein bisschen Eigenwerbung für die nächsten zwei IT-Grundschutztage dieses Jahr, die auch im Online-Format stattfinden, erlaube ich mir an dieser Stelle. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich Ihnen den IT-Grundschutz näherbringen konnte und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ganz traditionell hält das BSI immer irgendwie den letzten Vortrag und gibt so einen kurzen Ausblick und sagt etwas dazu, wo wir stehen, was wir machen, was wir vorhaben. Ja, genauso heute, ganz kurz, ich würde ein bisschen Zeit übrig lassen zur Diskussion, dass wir am Ende noch Fragen stellen können. Ansonsten fange ich direkt mit der nächsten Edition an. Wie die nächste Edition aussehen wird. Hier haben wir jetzt sehr viel Energie reingesteckt. Was wir konkret geändert haben, wo wir den gesamten Manpower reingesetzt haben, gehe ich auf der nächsten Folie ein. Da hat Kollege Göhler ja schon etwas zu den Redundanzen gesagt. Aber vorher muss ich erwähnen, wir haben diese Edition nicht ganz so viele neue Bausteine gemacht. Wir hatten Haushaltsprobleme oder eine
Haushaltsherausforderungen, so heißt das, Anfang des Jahres. So, dass wir dieses Jahr nur zwei neue Bausteine veröffentlicht haben. Allgemeines Fahrzeug, ganz neu, ganz neues Thema und Entwicklung von Webanwendungen. Das sind zwei Bausteine, die finden Sie auch schon auf unseren Webseiten, können Sie sich anschauen. Genauso haben wir diverse Bausteine umstrukturiert. Beispielsweise haben wir die beiden Verkabelungsbausteine, technische Verkabelung und IT-Verkabelung, zusammengepackt zu einem. Das war viel sinnvoller für die Anwender, für uns. So mussten wir weniger pflegen. Und die Anforderungen waren auch ähnlich, dass es hier natürlich keine Inhaltsverluste gab. Auswahl und Einsatz von Standardsoftware aus der Con-Schicht. Daraus haben wir einen App-Baustein gemacht in allgemeine Software. Ein Baustein, der jetzt auf jede Anwendung, auf jede Software anzuwenden ist. Den Con.4 haben wir auf Entwicklung von Individualsoftware. Und wir haben als größte Änderung aus dem Baustein allgemeine Groupware einen Baustein allgemeiner E-Mail-Client und Server gemacht. Dieser Baustein ersetzt den allgemeinen Groupware. Auch der Baustein vorher, der allgemeine Groupware-Baustein, hatte hauptsächlich andere Anforderungen bezüglich E-Mail und E-Mail-Client und E-Mail-Server. Das haben wir jetzt viel gerader gezogen. Falls Sie sich fragen, wo sind denn die Groupware-Empfehlungen, die können ziemlich gut mit dem allgemein Software-Baustein behandelt werden und genauso gut, falls Sie auf irgendwelche Cloud-Dienstleistungen nutzen, auf den Cloud-Baustein. Ansonsten haben wir fast alle Bausteine überarbeitet. Ich sage fast, drei Stück waren es, glaube ich, nicht. Datenschutz haben wir nicht überarbeitet. Wir haben Notfallmanagement nicht überarbeitet. Und ich glaube, Datenträgerarchiv war es. Ansonsten haben wir alle Bausteine angefasst. Erzähle ich gleich was zu. Und wie gehabt, werden Sie auch die nächste Edition im Februar direkt auf der BSI-Webseite finden, kostenlos. Und wenn Sie natürlich lieber eine ausgedruckte Version haben wollen, so Papier in der Hand haben wollen, können Sie diese natürlich genauso gut kostenpflichtig beim Bundesanzeiger Verlag erwerben. Aber ja, ansonsten kostenlos auf unseren Webseiten. Was haben wir bei den Bausteinen gemacht? Da hatten wir diverse Herausforderungen. Die größte war die Entfernung von Redundanzen. Wir haben selber gesehen, sehr viele Bausteine, da in diesen Bausteinen waren ähnliche Anforderungen. Nehmen wir beispielsweise mal einen Windows 10 Client. Auf diesen Baustein müssten Sie den Baustein Patch und Änderungsmanagement anwenden, allgemeiner Client anwenden und Sie wenden darauf natürlich den Windows 10 Baustein an. In jeder dieser in jeder dieser Bausteine haben Sie eine Anforderung zum Thema Patchen gefunden. Also manche Anforderungen kamen immer und immer wieder. Sie waren sehr wichtig, aber die waren natürlich an mehreren Stellen zu finden. Wir haben uns hingesetzt, alle diese Redundanzen haben wir identifiziert. Und dann haben wir darüber diskutiert, wo diese Anforderungen am besten hingehören. Wir mussten dabei gewährleisten, dass keine wichtigen Anforderungen runterfallen. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Und eine Schwierigkeit war letztendlich, wir mussten alle Bausteine überarbeiten. Wir konnten hier nicht einige Bausteine überarbeiten und die nächsten in der nächsten Edition, sondern wir mussten es auf einmal machen. Hierfür haben wir sogenannte Cluster gebildet. Alle Themen, ich glaube, das waren 30, 40 Themen, haben sich die zuständigen Kollegen, die Bausteine betreuen, zusammengesetzt und genau darüber diskutiert, wo kann dieses Thema am besten aufgenommen werden, wo kann es rausgezogen werden, so dass wir jetzt ziemlich weitestgehend redundanzfrei sind, beziehungsweise Redundanzen, nur wenn es irgendwelche anderen Gründe haben, noch drin gelassen haben. Die Vorteile davon sind klar, wenn Sie die Anforderungen erfüllen wollen, müssen Sie es nur noch an einer Stelle machen. Beim IT-Grundschutz-Check müssen Sie nur noch ein Häkchen setzen. Und genauso für uns ist das natürlich sehr interessant, wenn wir irgendwo etwas ändern, müssen wir es nur noch an einer Stelle ändern und nicht mehr an mehreren Stellen im IT-Grundschutz-Kompendium. Dadurch, dass wir auch alle Bausteine angefasst haben, haben wir sie auch inhaltlich nochmal überarbeitet. Im letzten Monat habe ich 7 Tage die Woche Bausteine gelesen und freigegeben. Die Kollegen waren irgendwann ziemlich von mir genervt, weil ich immer was gefunden habe. Aber so denke ich, konnten wir die Qualität noch weiter erhöhen. Damit sind
eigentlich alle Bausteine jetzt entweder als Final Draft direkt auf unseren Webseiten veröffentlicht oder als Community Draft, je nachdem, wie umfangreich die Änderungen waren. Und die Änderungen haben wir, wie Sie es auch kennen, als Änderungsdokumente direkt auch gleich mitgeführt. Außerdem haben wir ein paar Rollen reduziert, also die Zuständigkeiten für Anforderungen. Es tut mir leid, wenn Sie an die Rolle Faxverantwortlicher beispielsweise irgendwie gehangen haben. So welche Rollen haben wir rausgeworfen und hier massiv zusammengedampft. Ein Thema, was ich eigentlich schon auf dem letzten Grundschutztag vorstellen wollte, im März. Wir haben eine sogenannte Errata eingeführt. Es ist nicht auszuschließen, wir haben einen Redaktionsschluss einmal im Jahr und danach können noch irgendwelche Unschärfen identifiziert werden. Oder es gibt irgendwelche Entwicklungszyklen, dass wir zeitnah nachliefern mussten. Hier haben wir ein Dokument auf unseren Webseiten aufgeführt, wo wir diese Korrekturen aufgeführt haben. Im März hätte ich vermutlich damit gerechnet, dass da viel kommt. Das war positiv. Wir hatten nicht so viele Änderungen, so viele Korrekturen, aber dennoch gibt es jetzt diesen offiziellen Weg, dass wir die Änderungen, die notwendigen Änderungen, die notwendigen Korrekturen direkt auf unseren Webseiten vorführen und darstellen. Bedeutet natürlich auch, Sie müssen oder brauchen nicht nur Community Drafts zu kommentieren. Wir freuen uns auch über Kommentare an veröffentlichten, an finalen Dokumenten. Wenn Sie hier irgendetwas haben, wie wir den Ethikgrundschutz weiterentwickeln können, was wir hier besser machen können, lassen Sie es uns bitte wissen, direkt an die Mailadresse, die unten aufgeführt ist. Wir sind gerade in der Planung der nächsten Edition. Hier werden wir wieder neue Bausteine ausschreiben. Wir haben so kleine Cluster gebildet. Beim Bundesbeschaffungsamt finden Sie die Ausschreibungen zu den Bausteinen, die hier aufgeführt sind. Wir werden einen Baustein Systemmanagement bekommen, Umsetzungshinweise zu dem Baustein Netzarchitektur und Design und Umsetzungshinweise zum Baustein Netzmanagement wird es geben. Wir werden einen Baustein Terminal Server erstellen. Wir werden Baustein Client Virtualisierung erstellen lassen und VDI wird es einen entsprechenden Baustein geben. Außerdem soll es Baustein und Umsetzungshinweise zur Gebäudeleittechnik geben und Baustein und Umsetzungshinweise zum Gebäudemanagement. Wie gesagt, diese Ausschreibungen laufen zurzeit, sodass wir im nächsten Jahr mit entsprechenden Bausteinen rechnen werden. Und diese werden wir natürlich auch sofort als Community Draft veröffentlichen. Was wir nicht ausschreiben werden, sondern selber machen werden, sind so welche Geschichten wie Unified Communications, Gefahrenmeldeanlagen, Videokonferenzsysteme. Das sind so Bausteine, die haben wir in der Queue. Hier haben wir teilweise schon Entwürfe von Anwendern, wo wir noch ein bisschen Energie reinstecken müssen. Diese werden wir entweder als benutzerdefinierte Bausteine veröffentlichen oder in der Edition. Das müssen wir noch ein bisschen prüfen. Aber hier wird es natürlich auch noch was geben und sicherlich noch weitere Bausteine. Da müssen wir schauen, wo wir die Ressourcen haben und was sich gerade so anbietet. Ein Thema, was jetzt zurzeit akut bei uns ansteht. Wie gesagt, die Bausteine, die stehen soweit. Wir haben die CDs veröffentlicht, wir haben die FDs veröffentlicht. Als nächstes kommen die Umsetzungshinweise. Mein Kollege Herr Göhle hat vorhin gesagt, was die Umsetzungshinweise sind. Diese Umsetzungshinweise beschreiben, wie die Anforderungen der Bausteine umgesetzt werden können. Hier haben wir ein direktes Mapping, Maßnahme zur Anforderung. Und diese beschreiben das Wie. Diese können sehr umfangreich sein. Hier sind wir bewusst flexibel, dass wir hier nachliefern können. Stand jetzt, muss ich zugeben, haben wir nur für sehr wenige Bausteine der Edition 2020 Umsetzungshinweise erstellt. Die ziehen wir jetzt nach. Das wird in den nächsten Wochen, Monaten unsere Hauptaufgabe sein, dass wir hier auf den neuesten Stand kommen. Bis dahin können Sie auch gerne weiterhin noch die vorhandenen Umsetzungshinweise natürlich nutzen, auch wenn Sie auf der Edition 2019 basieren. Die Informationen sind da, nutzen Sie die einfach. Bezüglich der Umsetzungshinweise haben wir auch ein bisschen an der Struktur optimiert. Aufgrund der Entfernung der Redundanzen mussten wir hier einige Sachen nachziehen. Es gibt Maßnahmen,
die sind sehr speziell, die beziehen sich aber auf allgemeine Anforderungen. Nehmen wir mal sowas wie den Baustein mobiles Smartphone. Dort finden Sie eine Anforderung zu sicherer Aktualisierung von Text, also zu Installation aus diesen Stores. Aber in den Maßnahmen, die beschreiben, wie man es macht, da geht es sehr ins Detail. Da kann man riesige Texte zum Thema iOS schreiben, da kann man riesige Texte zum Thema Android schreiben. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wo nehmen wir diese Maßnahmen auf, die diese allgemeinen Anforderungen beschreiben. Vorher waren diese Anforderungen in den spezifischen Bausteinen, also in Android oder in iOS. Wir haben aber die Redundanzen entfernt, dementsprechend sind die rausgeflogen. Um damit die Umsetzungshinweise noch anzupassen, haben wir hier die Struktur ein bisschen geändert. Für ausgewählte Bausteine, wo es Sinn macht, wird es ein Kapitel geben, Maßnahmen zum vorliegenden Baustein und Maßnahmen zu weiteren Bausteinen. Das Ganze haben wir bei dem Baustein iOS einmal durchgespielt. Hier war es sinnvoll. Schauen Sie sich diese an. Dann sehen Sie, was wir uns gedacht haben. Das war eigentlich der pragmatischste Weg, um hier diese Anforderungen zu erfüllen und um hier den Anwendern noch besser Hilfen an die Hand zu geben. Ganz kurz, weil ich es auch angekündigt habe, wir überarbeiten gerade den BSI-Standard 104. Zum Thema 204. Hier auf dieser Folie sieht man ganz gut, wie sich das Thema ISMS mit BCMS und Krisenmanagement verhält. Nur mal für die Abgrenzung, Thema ISMS gewährleistet die klassischen Schutzziele, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität im normalen Betrieb. Wenn etwas passiert, kommt das BCMS ins Spiel. Dort werden Pläne erstellt, um die Schäden letztendlich gering zu halten. Dazwischen gibt es natürlich noch sowas wie Krisenmanagement, hier werden Stäbe einberufen und natürlich diverse Schnittstellen, die hier eigentlich dargestellt werden. Bei Bedarf kann ich gerne noch auf dieses Thema weiter eingehen. Aber viel wichtiger ist, was wir machen wollen. Wir wollen natürlich stärkere Synergien zu dem BSI-Standard 201, 202, 203. Wir wollen das Thema ITIL ein bisschen weiter aufnehmen. Auch die diversen ISO-Standards, hier, die wollen wir natürlich auch integrieren. Wir möchten ein Schichtenmodell wieder einführen, sowas wie die Basisabsicherung. Nur für das Thema BCM, das werden wir einführen. Wir adressieren bewusst auch Institutionen unterschiedlicher Größe, also nicht nur größere Institutionen, sondern auch vielleicht kleinere Institutionen, die sich mit das Thema BCM beschäftigen wollen. Und natürlich wollen wir hier auch nicht in unserem Elfenbeinturm sitzen und natürlich Best Practices geben, wie Anwender das Thema BCM einführen können. Außerdem soll dieser Standard als eigener Standard genutzt werden können. Natürlich haben Sie fällt es Ihnen einfacher, wenn Sie aus dem Bereich Grundschutz kommen, aber dieser Standard könnte auch separat genutzt werden. Ganz kurz noch, wir haben eine Infogruppe, hier informieren wir unsere Anwender regelmäßig über den Stand des BCMs. Den letzten Newsletter habe ich jetzt erst freigegeben, der müsste morgen spätestens verschickt werden. Und auf diesen Newsletter, in dieser Infogruppe, sagen wir natürlich auch was zu der Zeitplanung, die Sie konkret auf dieser Folie finden. Auf letzten Grundsturztagen habe ich gesagt, wir wollten im Sommer den Standard zum Thema BCM, den 204, veröffentlichen. Dank Corona hat es leider nicht gepasst. Da hatten wir einige Verzögerungen. Aber hier war Corona mal was nicht Schlechtes, sondern hier haben wir sehr viel gelernt. Gerade die ganzen Anforderungen, vor denen Institutionen gestellt wurden während der Corona-Phase im Bereich Notfallmanagement. Diese praktischen Erfahrungen haben wir direkt eingearbeitet, so dass wir Anfang, viertes Quartal vermutlich im Herbst den BSI-Standard 204 veröffentlichen werden. Dann wird es eine längere Kommentierungsphase geben, wo wir uns über das Feedback der Anwender natürlich freuen. Anschließend wird der Baustein finalisiert und anschließend werden wir wieder Webkurse, Hilfsmittel, weitere Hilfsmittel erstellen, um hier den Anwendern so viele Informationen wie möglich an die Hand zu geben.
Ganz kurz letzte Folie. Grundschutztage werden wir dieses Jahr nur online machen. Darüber hinaus, falls Sie noch weitere Fragen haben, die heute nicht beantwortet werden können, schreiben Sie uns direkt an auf unsere Grundschutz-Hotline. Wir haben auch eine telefonische Hotline, wo Sie uns anrufen können. Ansonsten sind wir bei allen sozialen Netzwerken vertreten, wie Xing, wie Twitter, Tinder, alles, was man heutzutage nutzt. Falls Sie Fragen haben sollten, melden Sie sich einfach. Vielen lieben Dank.